Hallo. Ja, jetzt mal schauen, wer da ist, wem ich ein paar Tipps geben kann, wer gerade irgendwie Sorgen oder Ängste hat. Vorher muss ich gerade mal hier schauen, ich warte noch, ob da noch was geschrieben worden ist. Hallo, Angelika. Was bewegt dich denn gerade? Schreib mal rein. Hallo, hallo. So, was ist da vorher geschrieben worden? 3 Kommentare. Ah ja, den einen habe ich. Ja, wer ist denn noch alles da? Ja, Genevieve, hallo, schön, dass du da bist. Ja, dein Post habe ich gerade hier auf dem iPad. Vielleicht soll ich mal mit dem anfangen. Wer sonst noch irgendwie Sorgen, Ängste, Befürchtungen hat, was ihn immer so bewegt, was ihm nicht aus dem Kopf rausgeht, wo er irgendwie die ganze Zeit so eine Hallo Katrin. So eine Schlaufe hat, wo er hängt und wo ihm die ganze Zeit wieder so aufstoßt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich sehe das dann. Die Genevieve hat hier schon geschrieben, mich persönlich beschäftigt die aktuelle, hallo Jasmin, die aktuelle globale Situation mit Blick auf den Klimawandel sehr. Ich selbst habe und bin dabei sehr viel zu verändern, immer nachhaltiger zu handeln, doch es entsteht ein Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins, wenn man mitbekommt, wie passiv viele andere und insbesondere die Wirtschaft und die Politik ist. Hallo Petra. Ja, ich weiß, ich habe auch gestern noch mal so ein E-Mail gekriegt, wo jemand eine Frage gestellt hat und ich weiß, wie das ist, oder? Wenn wir im Außen diese Dinge beobachten, dass eben Wirtschaft und Politik scheinbar nicht handeln oder nicht effektiv genug sind und zögerlich und auch die Dringlichkeit der Sache nicht erkennt, dass man sich da maßlos und ausgeliefert vorkommt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ja? Es ist so, so wichtig, hallo Evelyn, dass wir uns immer wieder bewusst machen. Deswegen habe ich auch den Namen der Gruppe geändert, weil das wirklich mein Ding ist. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, wer das Außen ist, was das Außen ist, dann weißt du auch, dass du niemals machtlos bist. Und das ist, hallo, hallo, das ist diese krasse Sicht, wo ich wirklich nicht mehr davon abgehe, diese Sicht, dass aus mir heraus alles entsteht. Ja, aus mir heraus. Einfach diese hundertprozentige Annahme oder das hundertprozentige Akzeptieren, dass ich durch meine Aufmerksamkeit und vor allem durch meine Vorstellungskraft kreiere. Hallo Christian, die Welt kreiere, ja, stell dir das mal vor. Du sagst zwar, ja, okay, aber ich bin das doch nicht alleine, die anderen machen doch auch. Ja und nein. Darauf, wo wir den Fokus legen, das, was wir uns vorstellen, hallo Nadine, das ist Power, das ist pure, pure Power. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass es sozusagen zwei Bereiche gibt. Der Kurs in Wundern sagt, es gibt Liebe und es gibt Angst. Und wir alle wissen, wir sollen aus dem Herzen heraus agieren. Und die Kraft des Herzens ist die stärkste Kraft. Hallo, hallo, Nadine. Die stärkste Kraft, ja? Was ist denn diese stärkste Kraft? Diese stärkste Kraft ist unsere wahre Power. Greg Braden hat es erklärt damit, dass, was weiß ich, das Herz zigmal stärker ist in seiner Schwingung, in seiner Ausstrahlung als der Verstand, als der logische Verstand, als das Gehirn.
Aber um was geht es denn beim Herzen? Beim Herzen geht es darum, dass du in dieses klare Bewusstsein kommst, was denn die Wahrheit ist. Was denn die Wahrheit ist. Hier, wozu wir hier sind, was der wahre Kern unseres Lebens ist. Und all das, was im Außen passiert, sollte von uns genutzt werden, quasi als zum Abprallen, um jedes Mal wieder zurückzugehen und sagen, Mensch, die Wahrheit liegt doch in der Liebe. Mensch, die Wahrheit liegt doch in der Schöpfung. Die Wahrheit liegt doch in dem, was die Energie ist, die mehr und mehr verstärkt werden darf. Und wenn uns das immer wieder bewusst wird, dass wir aus dieser Herzensenergie, und zwar aus der Leidenschaft heraus, der Leidenschaft der Liebe zu irgendetwas, den allergrößten Schöpferbeitrag leisten. Und diese Leidenschaft dürfen wir nicht erlauben, dass diese Leidenschaft getrübt wird. Dadurch, dass wir uns aufregen, dadurch, dass wir uns machtlos fühlen, dadurch, dass wir uns ausgeliefert fühlen, dadurch geben wir unsere Macht ab an Energien. Alles ist Energie, Vorstellung ist Energie, Emotion ist Energie, an Energien, die wir nicht verstärken wollen. Und wenn wir diese Leidenschaft für etwas entwickeln, für die Umwelt, für die Natur, für die Liebe, für das liebevolle Miteinander, egal, ganz egal, was da draußen sich im Moment noch zeigt, dann werden wir erkennen, dass wir Macht haben und dass jeder einzelne von uns beiträgt zu einem Universum, in Liebe, in Miteinander, in Unterstützung, im Miteinander mit der Mutter Natur, im Miteinander mit uns Menschen. Und wir können es uns nicht erlauben, unsere Energie dahin zu verschwenden, was wir nicht wollen. Wir können es uns nicht erlauben, Dinge zu verstärken, die uns die Macht, Kraft nehmen. Wir können uns nicht erlauben, als machtloses, ausgeliefertes Würmchen durch die Welt zu laufen. Es ist so wichtig, dass jeder Einzelne von uns erkennt, dass diese Kraft, die in uns ist, eine Energie ist, die aus uns heraus entsteht. Und dass du dich jeden Moment fragst, mit diesen Gedanken und Gefühlen, mit denen ich jetzt unterwegs bin, dieses Bewusstsein, das ich hier gerade raustrage, was kreiert das, was entwickelt das, was ist die Konsequenz dessen? Und die Konsequenz von einem Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertsein, das ist ja die Ursache allen Übels. Hallo Susanne, das Ausgeliefertsein dieses Systems, das wir irgendwann mal aufgebaut haben mit einem klaren Mindset des Mangels, der Angst, der Unterdrückung. Und jeder Einzelne hier ist aufgerufen, durch seine eigene Lebenssituation aufzustehen und zu sagen, nein, ich mache da nicht mehr mit, ich will es so nicht haben, wie will ich es stattdessen haben? Ich will es haben, dass ich die schönen Dinge sehe. Und die schönen Dinge, die sind natürlich so, so weit versteckt, die muss man suchen gehen. Aber wir sollten sie alle suchen gehen und sie posten. Und ihr habt wieder gesehen, oder? Was ging ab mit den Bränden in Australien? Wow, und gegen die Brände und 1000 Meditationen und so weiter und so fort. Und jetzt regnet es dort, die Brände werden gelöscht. Wie viel seht ihr davon noch? Wie viel Freude dürfen wir weitertragen, dadurch, dass wir zusammengehalten haben, dadurch, dass wir meditiert haben, dass wir Intentionen fokussiert haben, dass für unsere Mutter Erde das Gute, das Richtige, das Beste passieren darf, dass wir es erlaubt haben, dass wir es zugelassen haben. Wo ist jetzt die Dankbarkeit? Wir sollten noch so, so viel mehr dankbar sein, aber nein, der menschliche Verstand, der rennt gleich wieder auch zum nächsten Problem und regt sich dort auf, weil das seine Sucht ist,
ist, weil das seine Gewohnheit ist, weil er das irgendwie braucht, um zu meinen, er lebt. Und diesen Switch zu machen in uns und rauszugehen und zu feiern und die Freude zu haben über das, was wir alles Wunderbares leisten und erleben dürfen. Die Freude zu haben, was aus unserem Herzen, aus unserer Macht, aus unserem Miteinander entstehen darf. Darin sollten wir uns unsere Aufmerksamkeit, unsere ganze Energie hin fokussieren. Anders geht's nicht. Und da ist jeder Einzelne, der baut dieses Universum. Du baust dein eigenes Universum und du lädst andere ein, das gleiche Universum zu bauen. Und schon wird es größer und größer und größer. Und ich finde es einfach so, so wichtig. Vorher habe ich einen Post gesehen im Facebook, im Amazonas hat ein Stamm einen Gerichtsprozess gewonnen und Hunderte und Aberhunderte von Hektar Land vor der Rodung gerettet. Hallo? Wer freut sich? Wer feiert mit denen mit? Wer sagt, wow, wie schön und da ist wieder was Tolles passiert und hier haben wir einen Durchbruch gemacht. Es ist so viel im Hintergrund am Laufen. Es engagieren sich so viele Menschen für Alternativen, für alternative umweltschützende Energiegewinnung. Da ist so viel am Laufen. Wir sehen es nicht. Ich sehe auch nicht, was in der Facebook-Gruppe läuft. Ich weiß nicht, wie viele Leute mir da zuschauen. Ich weiß nicht, was ich bewirke. Ich habe keine Ahnung, wer sich die Videos nachher anschaut. Aber das kann mich nicht interessieren. Das Einzige, was mich interessieren kann, ist, dass ich meine Wahrheit spreche und dass ich möchte, dass mehr und mehr Menschen erkennen, um was es wirklich geht. Und es ist tatsächlich all diese Schockgeschichten, was weiß ich, Krankheiten und sonstige Dramen, die sind dazu da. Hallo Daniela, hallo Doreen, um aufzuwachen. Und wir dürfen alle aufwachen und einfach feiern, weil es gibt so viel zu feiern. Es gibt so viel, wo wir uns drüber freuen können. Und ich möchte euch einfach diese Perspektive ans Herz legen und zu sagen, ja Mensch, was ist denn alles gut? Und es ist so viel immer gut. Jetzt habe ich da noch einen Beitrag von einer Sorge. Das will ich natürlich nicht vergessen. Kann seit 10 Tagen nicht mehr einschlafen. Liege immer bis zu 2 Stunden wach. Bin mit meinem Freund nicht glücklich und kann mich nicht entscheiden, was ich machen soll. Genau. Also diese Schlaflosigkeit, ich fange mal da an. Das kenne ich ja auch. Schlaf, was da unten, raus aus der Opferhaltung und kreativ werden. Ja, letztendlich genau. Also dieses Schlafen, das ist ja, wenn wir im Hirn sind, wenn wir im Verstand sind, wenn wir spulen und versuchen, dort Lösungen zu finden auf Basis unseres logischen Verstandes. Aber dieser logische Verstand, der ist halt leider beschränkt, begrenzt, weil der weiß nur, was er jemals gesehen, gehört oder gelesen hat, gespürt hat, mit seinen 5 Sinnen wahrgenommen hat und daraus Rückschlüsse gezogen hat. Und so arbeitet der, oder? Der arbeitet, der überlegt sich, ja, wenn ich das mache, was passiert dann? Und das sind immer so viele unbekannte Einflussfaktoren dahinter und wir kommen auf keinen grünen Zweig. Dann können wir nicht abschalten, weil wir wollen ja eine Lösung aus der Situation des Mangels heraus. Und das wird nie gehen. Das wird leider, leider nie gehen. Die Lösung weiß nicht der Verstand. Die Lösung liegt im Herzen und in deinem gelösten Seinszustand. Und es ist immer das Gleiche. Es geht nicht anders, als sich in diesen Zustand zu versetzen, wenn die Lösung schon da ist. Wie fühlst du dich, wenn die Lösung da ist? Was denkst du, wenn die Lösung da ist? Wie siehst du die Welt? Wie siehst du dich selber, wenn die Lösung da ist? Was brauchst du, um gut schlafen zu können? Ja, wenn die Lösung da wäre, wenn ich mich entspannen könnte, wenn ich weiß, dass ich sicher bin, wenn ich weiß, dass alles gut rauskommt. Aber so rum funktioniert es halt leider nicht. Wir müssen erstens mal
anerkennen, dass es so rum nicht funktioniert, wie wir es gelernt haben, dass wir so nicht zu Lösungen kommen, sondern dass es nur über diesen Schritt gibt und zu sagen, wie sieht die Lösung aus? Wie kann ich mich mit der Lösung verbinden? Wer bin ich in Verbindung mit der Lösung? Also, wer bin ich in einer glücklichen Partnerschaft? Wer bin ich, wenn ich gut schlafe? Wer bin ich, wenn ich sicher bin? Was habe ich für Gedanken? Und diese Situation für dich so lange zu kreieren, mit allen fünf Sinnen, bis du das Gefühl hast, jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Und egal, ob ich es im Außen sehe, jetzt ist es so. Und da hat auch, das macht er jetzt leider nicht mehr, der Dr. Joe Dispenza früher auf den Retreats, ich war auch noch in Sardinien mit dabei. Du gehst in die Leere und du verbindest dich auf ganz verschiedene Art und Weise mit deiner gelösten Situation, mit dem, was du haben willst. Und das braucht Training. Und es braucht auch dieses Vertrauen, dieses Wissen, dass es so funktioniert, damit du es regelmäßig machst, damit du dabei bleibst. Es braucht einen ganz klaren Mindset, dass du jemand bist, der eben aus diesem Wissen heraus kreiert. Und ich mache jetzt keine Werbung für diesen kleinen Drei-Tages-Kurs, aber das ist genau um das, was es geht, oder? Aus dieser Opferhaltung rauszukommen. Ich meine, alle Probleme, wir haben jetzt gerade zwei Probleme geschaut, und das ist jedes Mal so, das Grundgefühl, das dahinter liegt, ist das Gefühl, oh mein Gott, ich bin ausgeliefert, oh mein Gott, andere oder andere Situationen, andere Menschen bestimmen über mich. Und solange du in dieser Haltung bist, in diesem Bewusstsein bist, dass du glaubst, dass die Welt so funktioniert und nicht in deine wahre Kraft reingehst und wirklich weißt, was für eine Power du hast, dass du Berge versetzen kannst, wenn du es richtig machst, wenn du dich eben nicht an Bedingungen klebst, wenn du offen bist dafür, dass es eben mehr gibt als das, was du dir vorstellen kannst. Wenn du offen bist dafür, dass der Weg nicht das ist, was dein Verstand wissen muss, sondern dass nur das Ziel und du wissen musst, ich komme zum Ziel. Und ich sage euch, ich bin selber für mich über so viel Stolpersteine gegangen, gerade was meine Gesundheit betroffen hat. Da muss ich, ist ein anderes Live, das werde ich irgendwann mal machen. Aber das Einzige, was mich gezogen hat, war das Wissen, es kann nicht sein, wenn alles das, was ich weiß und was ich gelernt habe, über Kreation, über Schöpfung, über Heilung, über das, was wirklich möglich ist auf dieser Welt, dann kann es nicht sein, dass es irgendwie nicht geht. Es kann nicht sein, dass es für irgendjemanden nicht geht. Es kann nicht sein. Und immer wieder dieses Wissen und sagen, okay, wie der Weg dorthin aussieht, muss ich nicht wissen. Ich muss diesen Weg verfolgen. Ich muss ihn aus meinem Herzen verfolgen. Ich muss dieses Vertrauen in meinem Herzen haben. Und ich muss sagen, okay, was ist der nächste logische Schritt? Auch wenn es noch so übel aussieht, in dem Moment hinter dieses Üble oder hinter diese schlechte Situation zu schauen und zu sagen, dort ist da, wo ich hin will. Ich gehe dorthin, ich gehe dorthin, ich mache nichts anderes, ich bleibe stur dabei. Ich will das, das ist so, was ich glauben will. Ich weiß es ganz, ganz sicher, ich will es beweisen und so weiter und so fort. Und es gibt keinen anderen Ausweg. Es gibt einfach nur diesen kompletten Shift, dieses Wissen. Und wenn du Lust hast, dann können wir jetzt eine Meditation noch machen zusammen und einfach, also unser Herz ist ja wirklich verbunden mit allen Energien, die wir hier haben. Also wir können uns verbinden mit allem, was dort ist, aber je nachdem, in was für eine höhere Schwingung du in deinem Herzraum gehst, in dem Sinne bist du eben verbunden mit dem, was du haben möchtest. Aber das geht nicht, wenn du irgendwie Groll und Opfer und Angst und Neid und Missgunst in deinem Herzen rumträgst.
Ich habe früher als kleines Kind immer so ein Gebet gehabt, das habe ich nie kapiert. Meine Großmutter hat mit immer das mal. Mein Herz ist rein, darf niemand hinein, als nur mein liebes Jesulein. Und um was geht's denn? Wer ist denn dieses Jesulein? Das ist die Energie der liebenden Perfektion. Die liebende Perfektion ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit der Schöpfung. Und wenn du diese liebende Perfektion in dir trägst und die spürst, und wenn du die Augen zumachst und sagst, ja, wo ist die Wahrheit? Wenn du diese Intention hast, lass mich die Wahrheit spüren, lass mich die liebende Intention spüren, die liebende Perfektion. Was ist dann hier in meinem Leben? Wer bin ich in meinem Leben? Womit darf ich mich verbinden? Womit will ich mich verbinden? Mit wunderbaren Menschen, mit wunderbaren Gefühlen, mit wunderbaren Emotionen, mit Menschen, die Liebe wollen, die Freude wollen, die Begeisterung wollen, die Leidenschaft wollen. Und je öfter und öfter du das tust, desto mehr begreifst du, dass das die Wahrheit ist, die aus dir heraus entsteht und wächst. Desto mehr und bist du dir sicher, dass du diesen Platz hier einnehmen darfst in dieser Welt als grenzenloser Schöpfer der höchsten Liebe und Perfektion, dass es dir zusteht. Und nur so eine kleine Meditation, schau mal, ich habe jetzt nur geredet und mich verbunden und ein Gefühl in mir generiert. Und da brauchst du nicht so viel Zeit, du musst nicht stundenlang meditieren immer. Ich empfehle es auf jeden Fall, diese Beziehung zu pflegen mit dieser liebenden Perfektion, die in dir wohnt. Und da eine feste Basis für diese Beziehung aufzubauen, indem du Zeit bringst, wie in jede andere Beziehung, indem du präsent bist für diese Beziehung, dass du dieses Wissen in dir, in deinem System, in deinem Körper stärkst und als ein Mensch mit liebender Perfektion in sich wohnend durchs Leben gehst, das Leben siehst. Das ist meine Empfehlung. Hat noch jemand irgendwas, wo noch Sorge bereitet und Angst und so weiter? Es ist eigentlich ist es immer die gleiche Antwort, die ich gebe, weil aus diesem Wissen und aus diesem Seinszustand heraus können wir so Großartiges. Danke, Angelika. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Danke fürs Herz. Können wir so viel Großartiges für uns, für die Welt kreieren? Und denk immer dran, das Großartige, was du aus deinem Herzen, aus der Liebe heraus, aus der liebenden Perfektion heraus kreierst, das kann nie falsch sein. Und das teilst du, weil teilen heißt empfangen. Und Dankbarkeit heißt auch empfangen. Freude heißt empfangen. Und so denke ich, wenn wir jetzt durch den Tag gehen, nach diesem kleinen mittaglichen Treffen, wird es alles ein bisschen schöner und ein bisschen lichter. Und ich würde jetzt hier abschließen, wenn keiner mehr irgendwie was Dringliches hat. Werdet euch klar, kriegt dieses Weltbild. Hallo Nora, jetzt sind wir leider schon da, ziemlich am Ende. Kriegt dieses Weltbild von dem, was du wirklich bist. Wirklich, ich liebe dieses Wort. Liebende Perfektion, noch viel mehr als liebende Intelligenz. Danke dir, Nora. Weil wir alle sind wirklich liebende Perfektion. Und wir müssen schauen, dass wir mit unserem Verstand, mit unserem Denken, mit unseren Ansichten und Überzeugungen in diesen Seinszustand eintreten, bis er der normale Seinszustand ist. Und wir werden immer wieder alle ein bisschen abdriften. Danke fürs Herzchen, das ist logisch, aber auch da gilt, verurteile dich nicht, das ist die Menschlichkeit. Wir sind ja hier menschlich und diese Menschlichkeit, die hat auch Fehler. Amen. Ja, genau. Also, ihr Lieben, feiert wirklich den Tag, feiert die guten Nachrichten. Danke, Genevieve, gerne. Feiert einfach das, was ihr seht, und ihr werdet sehen, es wird sich vermehren. Und wir sehen die Samen und wir schauen zu, wie alles wächst. Also, ihr Lieben, ganz, 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 ganz viel Herzensliebe
Und hi Alex, ich bin schon am Schluss. Bis dann, ihr Süßen. Ciao, ciao. Danke, Doreen. Tschüss.